Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Flap Quickies. Heute testen wir unsere neue Gen 2 Form mit ABS Kunststoffpellets. Das Einsprühen mit Silikonöl hat sich in der Vergangenheit gegen Festbacken bewährt und kommt auch dieses Mal zum Einsatz. Danach kann die Form gefüllt werden. Um ausreichend Material einzubringen, werden die Pellets vorher abgewogen und schließend in die Form gekippt. Die kleinen Pellets lassen sich leicht mit der Hand auf der ganzen Fläche verteilen. Hier zeigt sich ebenfalls ein Vorteil von kleineren Flakes. Die Füllung wächst nicht zu stark in die Höhe. Dann kann bereits der Deckel aufgesetzt werden. Im Gegensatz zu der alten Form verwenden wir nun Edelstahlblech mit einer fest verschraubten Umrandung aus Aluminiumprofil. Bei dieser Form ist keine große Ausrichtung zu unserer Seite nötig, da lediglich vier Bohrungen übereinander liegen müssen. Fixiert werden die zwei Hälften im Anschluss mit Schrauben und Federelementen. Um im Schmelzvorgang ausreichend Anpressdruck zu erzeugen, werden die Federn mit der Mutter festgespannt. Schmilzt das Material, drücken die Federn den Deckel nach unten. Doch dafür muss die Form erstmal auf das Rost, dann auf den Ofen. Aufgrund des geringen Gewichts ist das Überheben auf das Rost schnell erledigt. In der Seitenansicht sieht man nochmal sehr schön die gespannten Federn und die geringe Füllhöhe aufgrund der kleinen Pelletgröße. Gebacken wird wie immer in einem normalen Küchenofen, eine Stunde bei 240 Grad. Um den Schmelzvorgang besser überwachen zu können, wurde ein kleines Plättchen mit dem Material auf der Form platziert. Somit kann man zuschauen, wie es sich verflüssigt. Nach dem Backvorgang wurde die Form eine halbe Stunde an der frischen Luft abgekühlt. Bei der Gelegenheit lässt sich übergequollenes Material an den Seitenrändern sehr leicht mit einem Messer entfernen, bevor es komplett aushärtet. Als erstes werden die Muttern und die Federn entfernt. Danach kommen die Schrauben dran, bei denen man je nachdem mit einem kleinen Hammer nachhelfen muss. Ist alles entfernt, lässt sich der Deckel mühelos und ohne großen Kraftaufwand abheben. Die erste Seite sieht schon mal gut aus und fühlt sich glatt und eben an. Auch die Unterseite lässt sich mit einem Schraubendreher leicht aus der Form heben. Insgesamt sieht die Oberfläche schön gleichmäßig und glatt aus. Die Platte an sich ist ebenfalls gerade und eben. Nach dem Absägen der Überstände ist die Platte perfekt. Das Video hat dir gefallen? Dann abonniere, kommentiere und bewerte das Video gerne.